Meins. Her damit. So ist es natürlich toll. Dann schlafe ich auch gleich mal. So, bis zum nächsten Morgen pennen. Sehr schön. So. Dann. Das haben wir. Wo ist denn der Bobby hin? Ah, da drüben hockt er. Norris. Ah, ein neuer Mann. Was machst du hier? Ich kümmere mich um unsere Kampfkraft in Redok. Wir trainieren und versuchen uns, so gut es geht, auf einen Kampf mit den Orks vorzubereiten. Der abgesperrte Bereich da drüben ist unsere Trainingsarena. Okay. Ihr bekämpft euch gegenseitig in eurer Arena? Das ist das beste Training, was es gibt. Die Orks sehen das bedauerlicherweise genauso. In fast jeder Stadt haben sie selbst eine Arena. Ein Kämpfer, der Arena-Kämpfe gewinnt, steht bei ihnen hoch im Kurs. Alles klar. Wie läuft das genau mit der Arena? Du forderst jemanden zum Kampf und steigst mit ihm in die Arena. Sobald ihr die Arena betreten habt, geht's los. Das ist alles? Nicht ganz. Es gibt zwei Regeln. Erstens, derjenige, der die Arena im Kampf verlässt, hat verloren. Zweitens, wenn einer am Boden liegt und nicht mehr aufsteht, ist der Kampf vorbei. Wer nachtritt oder den Gegner tötet, wird von allen dafür zur Rechenschaft gezogen. Verstehe. Okay. Oder Moment. Zeig mir, wie man kämpft. In Ordnung. Ich zeige dir, wie man mit der Waffe umgeht. Und du machst dich nützlich für unser Lager. Was soll ich für euch machen? Unsere Schmiede stand tagelang still. Trotzdem haben die Kämpfe mit den Orks nicht abgenommen. Wenn du uns 5 Waffenbündel bringst, kämen wir schon ein ganzes Stück weiter. Oh Mann. Ja, da kann ich mich noch vage dran erinnern mit den Waffenbündeln. Waffen gibt es dort, wo es Orks gibt. Sie können mit den Waffen der Menschen meist nichts anfangen. Also sammeln Sie diese, verpacken sie in Waffenbündel und lagern sie irgendwo. Oh, ja. Verstehe. Würdest du mich im Kampf unter... Alles klar, nee. Noch nicht. So. Ja, okay. Was haben wir hier noch Schönes? Okay, uns sieht niemand. Schnell das Trüchen. So, wir haben nichts getan, ne? Also wir sind unschuldig. Halt! Verdammt. Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Alles klar, tu ruhig. Was haben wir hier? Joey? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Joey! Wenn ich du wäre, würde ich mich nicht allzu weit in das Höhlensystem vorwagen. Okay, was stimmt nicht mit dieser Höhle? Mit dieser Höhle? Wir haben sie noch nicht ganz erforscht. Irgendwo im Osten soll es noch einen weiteren Ausgang geben. Leider sind die östlichen Höhlen verseucht mit Viechern. Viechern, okay. Denn was ist deine Aufgabe? Ich bin Wachposten. Ich achte auf den Südausgang von Redok. In meiner freien Zeit trainiere ich in der Arena für den Ernstfall. Cool. Ja, ich mach das. Ich werde euch den Ostweg von Viechern freiräumen. Das ist Wahnsinn, Mann. Du solltest dich vorher gut vorbereiten. Ach was, bin perfekt. Würdest du mit mir in der Arena kämpfen? Warum nicht? Training ist immer gut. Okay. Kämpfe mit mir in der Arena. Schnell speichern und, ja, würde ich mal sagen, gibt's auf die Fresse. Jetzt werden wir sehen, wer der So, komm ruhig ran. Auf deine Deckung! Aua, das hat wehgetan. Nein, verdammt, der ohnt mich gerade hier. Lass dir das nicht bieten. Komm schon, die schaffst du. So, weg mit der Sau, niedergemacht. So, wunderbar. Sehr schön, was hat denn der dabei gehabt? Was haben wir denn an Waffenschönes? Ja, ein abgenutzter Orkschlechter bringt mir wenig. Zweihänder kann ich nicht tragen. Klingenschaden. Immer auf die Kleinen. Ja, der Orkschlechter ist schon besser. Naja, egal. YOLO.
Joey, was ist los mit dir? Gut gekämpft, hat mich glatt umgehauen. Ach echt? Hier, nimm diesen Heiltrank. Der hilft bei Wunden. Dankeschön. Ist das hier eigentlich eine ehemalige Mine? Möglich. Aber wenn, dann ist hier schon seit Jahren nichts mehr abgebaut worden. Okay. Wir haben die Höhlen hier so vorgefunden. Wir mussten sie nur noch von den Höhlenviechern säubern. Säubern? Hm. Okay. Komm schon. Nein. Ha. Okay. Wir haben die Aufgaben. Einmal die Höhle säubern. Waffenbünde. Ork-Patrouillen. Und die Revolution in Kaptun. Und diese Heilpflanzen für den Bobby sammeln. Und ich würde sagen, damit fangen wir auch an. Ich meine dort oben viele Heilpflanzen gesehen zu haben auf dem Weg nach Redok mit Gorn. By the way, unten rechts haben wir den roten Balken Leben, der gelbe Balken, der sich gerade auffüllt, unsere Stamina, also Ausdauer, also hier Sprint Energy und Sprung Energy. Und das blaue ist Mana, aber ich denke mal, das solltet ihr wissen. Ja, schön weiterarbeiten. Ja. Und Wildschweine bumsen müssen wir. Leck mich am Arsch, das ist ja richtig viel Arbeit angesagt. Okay, dann erstmal Leben aufladen. Und da ich mich ja informiert habe, diese Wildschwein-Quest war vor dem Community-Patch praktisch unmachbar. Laut Informationen soll mit dem Speer, mit dieser Attacke, nein, mit... Nein, hä? Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Okay. Nachladeruckler. Konnte man nicht so eine... Konnte man nicht eine Drehattacke mit dem Ding machen? Ach, kein Plan. Wie viel Damage macht denn der Speer? 60. Okay. Dann würde ich mal sagen... Let's try to fuck the Wildschweine. Ich würde sagen, wir hauen den ersten mit dem... Was sind die überhaupt? aggressives Wildschwein. Okay. Dann würde ich mal sagen, Nummer 7. Wir führen die einfach ins Lager. Ist das nicht eine geile Idee? Hier ist die Treppe. Komm ruhig ran. Da! Da! Gut gemacht. Richtig so macht man diese Kreiselattacke. Alter. Dich wird niemand vermissen. Ja, dann wunderbar. Schnell speichern. Hat auf jeden Fall funktioniert. Nicht perfekt, aber funktioniert. Das waren noch nicht alle. Wo sind die letzten? Dort oben ist, glaube ich... Eines lebt noch. Verdammt, Alter, bin ich schlecht. Okay, nee, dann machen wir doch mit dem Speer, ne? Richtig, das ist nämlich richtig geil, die Attacke. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben die Wildschweine in den Arsch gebumst. Wir werden noch kurz gucken, was es da oben noch so zu holen gibt. Okay, nichts. Aber wir werden mal kurz unser Fleisch braten, das wir jetzt bekommen haben. Als alter Pfadfinder ist es natürlich kein Problem für uns. Und jetzt holen wir uns die Heilpflanzen für Sebastian. Oder nehmen uns den Wolf da oben vor. Schnell speichern. Und... Auf die Fresse.
Weg die Sau, würde ich sagen, ne? Sehr schön. Ach ja. Ich würde so gerne jetzt hier irgendwie alles erkunden, aber irgendwie will ich auch diese Quests machen. Wir werden jetzt erstmal kurz noch die Heilpflanzen. Wie viel brauchen wir denn? Wie viele brauchen wir? Oh, jetzt haben wir wieder einige. Also, wir haben gemacht... Hier, haben wir gemacht. Müssen wir noch abgeben. Hier. Zehn Heilpflanzen. Und wir haben im Inventar 5. Alles klar. Dann machen wir einen auf Gärtner und suchen uns ein paar Heilpflänzchen, würde ich sagen. Mit dem Ork-Schlechter auf dem Rücken sieht es auf jeden Fall cooler aus. So, Heilpflanze. Haben wir 8. Oh, noch eine. 9. Die Nummer 10. Aber wir sammeln hier noch ein paar weitere, damit wir uns gleich mal selber mit dem einen oder anderen Heiltrank ausrüsten können. Ja, hier sind nämlich auch noch einige. Ja, ja, trotzdem gefällt mir das Ganze nicht. Soweit ich weiß, ist Kapdun in dieser Richtung. Allerdings werden wir uns, wie schon gesagt, erstmal hier in Redok aufhalten. Und die Quests immer erstmal kurz abgeben hier. So, Wildschweine kaputt, aber... Die aggressiven Wildschweine sind erledigt. Ihr könnt wieder an die Arbeit gehen. Endlich mal jemand von euch, der sich um unsere Sorgen kümmert. Danke, Krieger. Ja, mit dem Geld. Hier hast du mein Gold. Sehr gut. Alles klärchen. Dann kümmern wir uns jetzt um die Ork-Patrouille am Bauernhof. Wie schon gesagt, ich habe den Anfang des Spiels ja schon einmal gespielt. Um genau zu sein, habe ich so lange gespielt, bis ich mit Redok irgendwie halb durch war oder so. Das mit den Ork-Patrouillen habe ich noch gemacht. Da hinten war das, glaube ich.